Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts und wir starten hier mal gleich etwas explosiv. Und wie ihr seht, sind wir hier unter Wasser, machen einen auf Taucher und haben gerade mal einfach so das Eis weggesprengt und die ganzen feindlichen Truppen und ihre Versorgungsteile oder was auch immer das für Kisten sind hier runtergeholt. Und im Endeffekt geht es ja darum, diese Bohrstation, die ihr in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge im Ladescreen gesehen habt, zu zerstören. Denn das gute Stück da, wie ihr seht, denn die ist lebenswichtig oder überlebenswichtig für die Föderation. Und wir wollen ja nicht, dass die Föderation... Oh, scheiße, sorry. Wir wollen ja nicht, dass die Föderation überlebt. Und deswegen werden wir dieses hässliche Etwas jetzt kaputt machen. Ha! Aber erst dann müssen wir diese feindlichen Soldaten hier kaputt machen. Die wollen uns nämlich davon abhalten, dass wir ihre Bohrstation ein bisschen, ja, ich sage mal, beschädigen. Oh, scheiße, Granate, Granate, meine Herren. Ich wechsle mal hier die Stellung und ich werfe eine Granate. Überraschung. Man kann ja auch hier ganz nett flankieren. Halleluja, was geht ab? Okay, da drin sind auf jeden Fall welche. Ah, Messerattacke. Bam. Ha, damit hat man nicht gerechnet. So, und jetzt kann ich von hier... Shit, nachladen. Komm schon, da steht noch einer. Da steht wieder einer, okay. Und da hinten noch die Teile, die Typen, die Teile. Die Teile, die Typen bei den Kisten, wollte ich sagen. Oh, Backe. Shit. Der Hund setzt Verstärkung ab. Oh Gott. Ich bin hier voll im Feuer. Ich bin ja sowas von einem Kreuzfeuer, Alter. Aber meine Teamkollegen sind schlau, die rücken zum Glück nach. Wow, krass. Krass. Ey, ganz ehrlich, dass man hier nicht durchkommt, ey. Das ist ja so Schlauch, Alter. So Schlauch. Ohne Witz, ey. Munition sparen, die Kugeln sind teuer. Okay. Alles gesichert. Was haben wir eigentlich als Secondary? Noch eine Pistole? Dann nehme ich doch hier so eine FAD. Aber die muss ich erstmal durchladen, würde ich sagen. Was? Hier rüber, ich bin drüben. Und Feuer! Na dann wollen wir uns mal... hochziehen hier. Drei, zwei, eins, Feuer frei. Damit hat er nicht gerechnet. Wow, das ist aber nicht nett. Okay, ich glaube, hier haben wir... Oh nein, hier haben wir noch lange nicht alle erledigt, Leute. Das war ein Trugschluss. Hier sind ja noch viel mehr. Oh mein Gott. Und da von oben kommen wieder welche runter, ey. Das... Shit. Shit. Oh, die wollte ich gerade messern. Hallo, geht's noch? Ist aber nicht nett. Was? Oh Gott. Das ist eine Granate. Na toll. Hauptsache, ich habe die Granate erst noch zu weit geworfen oder was? Okay. Alles clear. Weiter. Nach oben. Immer weiter. Hoch hinaus. Oh, da ist einer. Sehr schön. Oh mein Gott, der ist tief gefallen. Das hat bestimmt wehgetan.
Waren wir nicht mal zu viert? Oder war... Oder... Nee, wir waren noch zu dritt. Ich bin schon wieder dumm. Ich bin schon wieder geistig verwirrt. Okay. Oh, nette Kajüten mit dicken Flatscreen drin. Ob die in jedem stehen? Nein, hier steht keiner. Anscheinend ist dieser Flatscreen dann Eigentum des Matrosen oder Arbeiters, der hier hausiert. Aber hier steht auch ein Flatscreen, der sieht genauso aus wie der andere. Und hier steht auch einer. Hm, oder da wurde einfach einer benachteiligt. Okay. Alles klar. Dankeschön, Merrick. Hast mir gerade den Arsch gerettet. Blendgranate! Sind das hier die Bauarbeiter, die hier auf uns ballern? Ey, das ist ja unglaublich. Shit, und ich glaube, ich sollte mal in Deckung gehen. Ich werde hier voll zerschossen von diesen Arschkrampen. Die kämpfen den Bauarbeiter. Das ist ja auch mal was. Auch mal eine nette Idee, wa? Soldat und Arbeiter in eins. Spart Truppen, spart Gehaltskosten. Sollte jeder Betrieb so machen. Hier geht's zu den Druckregulatoren. Okay. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Was soll das werden? Schnauze! Halt die Fresse, Mann! Du kriegst jetzt richtig Beef! Schalt ab, Kleiner! Nein, nicht! Ihr jagt die hochvergängliche Luft! Stopp! Das ist doch genau unser Plan, mein Freund! Genau das ist unser Plan! Die Hochfackel ist aus! Bleib vom Votum weg! Da oben wird es gleich unangenehm! Verstanden, wir sind sicher! Also gut, dann nach oben! Ruhig bleiben! What matters is our plan! It doesn't matter who we are! What matters is our plan! Einfach mal so Batman-mäßig, Bane. Wer den Film gesehen hat, The Dark Knight Rises, extrem geil. Nur mal... Oh, krass. Oh, krass, oh, krass. Nur mal so hinzugefügt gerade, war irgendwie gerade passend, fand ich. Persönlich. Oh Gott, das ist ja ein Gegner. Und ich renne ihm hinterher, Mann. Ich bin von allen guten Geistern verlassen. Ich bin schon wieder geistig verwirrt. Fässer, die explodieren. Yay, ich liebe... Oh, shit, der hat einen Granatenwerfer, dieser kranke Freak. Ah, scheiß Granatenwerfer, Heidi. Gekatten, Mann. Ah, ich baller alles in die Luft. Ich bin so krass unterwegs. Huh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wo ist der kranke Typ, Alter? Shit, den habe ich voll nicht gesehen, Mann. Das war knapp. Das war so richtig scheiße knapp, meine Freunde. Also egal, wo wir sind, es geht irgendwie immer kaputt. Es geht immer kaputt, alles um uns herum. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Die! Los, behalte dich, Mann. Ist gar nicht gesund hier durchzurennen. Rauchvergiftung und so. Versteht er? Ach, da ist ein Heli. Mensch, Kollegas, was geht ab, Jungs? Okay. Der Heli macht uns den Weg frei. Das gefällt mir. Aber natürlich bleibt für uns ja auch noch einiges zu tun. Es mangelt ja nicht an Gegnern hier.
Aber es ist ja auch Call of Duty. Es wäre komisch, wenn es an Gegnern mangeln würde. Ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick zwischen diesen ganzen Trümmerhaufen, die hier rumliegen. Alter, Mann, das ist voll das Gewirr. Voll das Chaos, Mann. Wie kann man leichten Gegner übersehen? Das Scheiße. Das darf man nicht unterschätzen. Ach, da oben. Das hat mich bestimmt beschossen. Oh, kacke Granate! Oh, fuck! Oh. Scheiße! Oh Gott! Schießt bloß nicht auf das Fass! Ihr seid doch intelligent und schießt nicht auf das Fass! Oh Gott! Oh, ich bin schon wieder voll krass unterwegs hier. Scheiße. Ah! Der Typ ist entkommen, Alter. Was soll das denn, ey? Wollt ihr mich rollen? Alles klar. Okay, ich kümmere mich um den Wasserdruck. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch die Tür aufbekommen. Ach, so einfach geht das. Ach, irgendwer muss den Drecksjob ja schon machen. Welche Leiche? Runter mit dir. Du hast ausgedient, mein Freund. Oh Gott! Alter Scheiße! WSW! Yeah! Wir haben es gemacht, Junge! Schön und totale Zerstörung! Apokalypse! Und über uns bricht mal wieder die Hölle herein! Mein Gott! Scheiße! Ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Scheiße. Wir müssen runter von diesem verkackten Teil. Ah. Und an der Leiter hängen wir jetzt. Und wir blicken zurück auf das, was wir gerade in die Luft gejagt haben. Yeah, baby. Geil. Das war doch mal eine Mission, die es in sich hatte. Oder? Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Tja, und mal wieder der Ladescreen. Dauert mal wieder etwas länger. Ach ja. Und es lädt. Und es lädt. Und es lädt. Wobei ich dann, glaube ich, einfach hier schon mal die Folge beende. Denn ich möchte das jetzt immer so für Mission machen. Und deswegen werfe ich jetzt einen Break ein. Hier, die schöne Unterwasserwelt. Und wir schwimmen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, Leute. Ciao.